Nanga Parbat. Seit über 100 Jahren gilt er unter Bergsteigern als schwieriger und gefährlicher Achttausender im Himalaya. Ich glaube nicht, dass ein Achttausender ein sportliches Erlebnis ist. Das ist eine Schlacht, die man schlägt. Wenn man Sport treiben will, dann macht man was anderes. Hier bin ich dem Tod ja quasi von der Schippe gesprungen. Kein Gipfel ist es wert, dass man auch nur eine Zehe oder einen Finger dort opfert. Und ob man auch wirklich immer dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, umzukehren, ja, das weiß man hinterher. Juni 2004. Viel Schnee liegt im Basislager in 4200 Meter Höhe auf der Diamir-Seite des Nanga Parbat. Drei Expeditionsgruppen aus Deutschland und Österreich warten auf bessere Verhältnisse. Denn seit über einer Woche verhindern schlechtes Wetter, Stürme und Lawinen einen Aufstieg. Günther Jung, der mit 64 Jahren der älteste Teilnehmer unter den Bergsteigern hier ist, will sich den größten Traum seines Lebens erfüllen. Auf dem Gipfel des Nanga Parbat zu stehen. Gemeinsam mit allen anderen Expeditionsteilnehmern hat Günther Jung in den letzten Wochen die Anstiegsroute mit Fixseilen versichert, Material geschleppt und die Hochlager aufgebaut. Während einer kurzen Schönwetterphase hatte bereits eine der Expeditionsgruppen in kürzester Zeit den 8125 Meter hohen Gipfel erreicht. Doch ein Wettersturz und große Neuschneemengen machten für die nachfolgenden Bergsteiger einen weiteren Aufstieg unmöglich. Günther Jung und die Freunde vom Alpinclub Sachsen mussten wieder ins Basislager absteigen. Das ist anstrengend, mein Lieber. Also ich bin bestimmt ein bisschen was gewohnt, aber hier wirst du gefordert. Das wusste man ja mal so. Den Berg, da kriegen wir nichts geschenkt. An dem Berg kriegt man nichts geschenkt. Der einsame Gang eines Besessenen, die verwegene Geschichte des Alleingängers Hermann Buhl, beeindruckt 1953 den 14-jährigen Günther Jung. Es ist eine Sternstunde des Alpinismus, als am Abend des 3. Juli Hermann Buhl als erster Mensch auf dem Gipfel des Nanga Parbat steht. Eine beispiellose Willensleistung, die Buhl zum Idol und Vorbild für viele Bergsteiger werden lässt. Von dem Tag an, als ich den Hermann Buhl dort erlebt habe, da war Bergsteigen für mich ein Begriff. Und zu diesem Begriff Bergsteigen gehörte irgendwie Nanga Parbat. Und irgendwann bin ich hier auf dem Karakorum Highway am Nanga Parbat vorbeigefahren. Und auf einmal nahm der eben Gestalt an. Ja, da musste den Kopf nach hinten legen, 7000 Meter nach oben gucken. Und da steht ein Riesentrapez und beeindruckt dich. Die steile Diamirwand an der Westflanke des Nanga Parbat wird 1962 vom deutschen Expeditionsleiter Herrlichkofer angegangen. Es ist eine junge, stark motivierte Mannschaft. Toni Kinshofer und Sigi Löw waren schon im Vorjahr bei einem Besteigungsversuch dabei. Der Sigi Löw hat also am Schiff auf der Asia schon gesagt, diesmal komme ich am Gipfel, koste es, was es wolle.
Vielleicht hat sie das vom Sieg auf uns alle übertragen. Wir waren eigentlich nie in Zweifel, dass wir auf den Köpfe kommen. Die Durchsteigung der steilen 4000 Meter hohen Diamirwand wäre die erste Zweitroute an einem 8000er. Ab Lager 3 in 6600 Meter Höhe will die Spitzengruppe im alpinen Stil auf sich allein gestellt den Gipfel erreichen. Andal Mannhardt erinnert sich noch genau, wie in über 7000 Meter Höhe jeder Schritt zur Qual wurde. Das war ganz ein übler Bruchhals durch Wind presst, der manchmal getragen hat. Und dann geht man wieder auf ruhe Eier und auf einmal bricht man ein. Und dann atmet man schwer und muss sich erholen. Wir haben keinen Rhythmus finden können, weil das Gehen so brutal war. Man ist immer in der Angst vom Einbrecher. Von der Basin-Scharte in 7800 Meter Höhe folgen sie Buhls Aufstiegsweg. Am Grat stürzt Sigi Löw ins Seil. Fast wären alle drei abgestürzt. Völlig erschöpft erreichen sie abends den Gipfel. Dann war man nur froh, dass es finito war, dass wir den letzten Schritt gemacht haben, so ungefähr. Das war die Hauptfreude eigentlich. Wir haben da kein anderes großes Glücksempfinden oder so eigentlich nicht erlebt. Wir müssen ganz klar sagen, wir waren da körperlich zu sehr abgewrackt, dass wir da nur froh waren, dass endlich vorbei ist. Es ist zu spät für den Abstieg. Und sie müssen in einer Schneemulde dicht zusammengedrängt eine kalte, stürmische Nacht überstehen. Als es dann einigermaßen hell war, sind wir halt aufgestanden. Und es war klar, wir müssen runter. Und hat der Sturm sozusagen, war ein brutaler Höhensturm eigentlich. Dann, wenn wir zur Schulter vorgehen, war völlig klar, der Sturm haut uns von dem Grat runter. Wir kommen den Grat nicht runter. Toni Kinshofer findet eine begehbare Eisrinne. Nah beieinander steigen sie ab. Schneefahnen peitschen ihnen ins Gesicht. Als Mannhardt sich einmal umdreht, sieht er, dass Sigi Löw ihnen nicht mehr folgt. Jetzt ist der Sieg. Jetzt haben wir angefangen, einen Sieger zu suchen. Haben Rinnen gequert und da geschaut und da geschaut. Er ist nicht da. Und der Toni hat dann irgendwann Schrei von oben gehört. War völlig am Ende scheinbar. Und hat sich einfach einen Schnee reingehockt und hat gemeint, er konnte es abrutschen. Ohne Bremsbewegung ist einfach da die Rinnen unterdonnert und unter über die Felsen gestürzt dann und hat sich da schwerste Verletzungen geholt. Habe erst versucht, mit auf dem Buckelnehmer zum Tragen, aber durch den Bruchhals war es unmöglich einfach, weil man mit jedem Schritt eingebrochen ist. Das war keine Lösung. War bewusstlos und der Toni ist ja bei ihm geblieben und nachdem wir uns keine Rettungsmöglichkeit gesehen haben, bin ich abgestiegen, um Hilfe zu holen, die es ja eigentlich nicht gegeben hat. Und da ist dann der Andal halt runtergekommen, wir sind ihm entgegengegangen, soweit wir gesehen haben, also von dem Zeitpunkt an, wo wir ihn gesehen haben. Und er hat wirklich schlimm ausgeschaut, die Nase erfroren gehabt und war also wirklich, muss man jetzt wirklich sagen, er war gezeichnet. Und hat natürlich auch schon seine enormen Erfrierungen gehabt, hat wahnsinnige Schmerzen gehabt in den Füßen. Sigi Löw starb in den Armen Toni Kinshofers, der selbst mit letzter Kraft gerade noch das rettende Lager erreichen konnte. Zum zweiten Mal wurde der Nanga Parbat-Gipfel von Menschen betreten. Für Andal Mannhardt aber war der Preis dafür viel zu hoch. Und bei uns war auch eigentlich die ganze Stimmung war nur, dass eben der Sieger nicht mehr da ist und dass wir, also wir haben uns auch nicht als Gipfelsieger gefühlt, sondern als Gescheiterte eigentlich. Heimtückisch und fast unbemerkt kamen die Erfrierungen. Anfangs waren die Füße nur taub und gefühllos. Und beim mühsamen Aufstieg bis zum Gipfel bemerkten es die Bergsteiger nicht. Erst zwei Tage später, im warmen Zelt, begannen die peinigenden Schmerzen. Man macht das, was man sich vorgenommen hat. Man ist zielgerichtet. Das Ziel war der Gipfel. So war's. Ja, wir haben erreicht, aber wir haben ein paar wichtige andere Sachen haben wir außen vor lassen. Das waren eben die Erfrierungsgefahr. Die haben wir nicht abgespeichert. Wir haben das nicht im Kopf gehabt. Kein Gipfel ist es wert, dass man auch nur eine Zehe oder einen Finger dort opfert. Und da ist natürlich was Wahres dran. Aber
in der Höhe ist die Entscheidungsfindung dann auch eine andere als auf 4.000 oder auf 5.000. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht da oben vom bösen Geist besessen bin, der sagt, also Alter, nun mal die restlichen 500 Meter noch runtergerissen. Wenn es 15 weniger sind, Skifahren kannst du noch. Weiß ich nicht. Ja? Also das würde ich mir dann vorbehalten, das da oben zu entscheiden. Hoffentlich eben nicht zu spät. »26. Juni. Der Wetterbericht verspricht eine stabile Hochdrucklage für die nächsten Tage. Zu fünft steigen die Freunde vom Alpinclub Sachsen die steile Kinshoferwand auf. Eine österreichische Gruppe folgt ihnen am nächsten Morgen. Auch die deutsche Bergsteigerin Barbara Hirschbichler und ihr einheimischer Ehemann Rasul wollen die Schönwetterperiode nutzen. Doch dann die große Enttäuschung. Eine Lawine hat im Lager 3 Zelte, Schlafsäcke und wichtiges Material mit in die Tiefe gerissen. Zerfetzte Zeltreste kommen zum Vorschein und einige wenige vom Schmelzwasser aufgeweichte Ausrüstungsgegenstände. Ein herber Verlust für die ganze Mannschaft. Für Barbara Hirschbichler und Rasul bedeutet es das Ende ihrer Träume. Sie steigen ins Basislager ab. Uns war das einfach zu viel Schnee. Wir wollen nicht auf einen 8000er bei solchen Bedingungen gehen. Und dann muss ich sagen, dass meinem Rasul da oben irgendwer nicht taugt hat. Mostly modern diet is mine. Ja, für einen Baldi ist das ganz was Schlimmes am Bergsturm. Ja, wir haben nur so viele Pläne, das ist das. »29. Juni, 7200 Meter Höhe. In der Basinmulde haben die neuen Bergsteiger mit dem verbliebenen Material Lager 4 errichtet. Morgen wollen sie auf dem Gipfel stehen. In wenigen Stunden kann Günther Jungs Lebenstraum in Erfüllung gehen. Also für Nanga Parbat würde ich vielleicht schon auch ein bisschen mehr riskieren, als ich bisher riskiert habe. Vielleicht würde ich dort auch ein Stück später umkehren. Das wäre mir die Sache schon wert, aber es wäre mir natürlich nicht wert, wenn dann so ganz richtig was schief ginge. 5 Tage später, gezeichnet von den Ereignissen, berichtet Markus Walter von Günthers dramatischem Gipfelgang. Seine Stärken waren eigentlich auch die Ruhe, immer früher gewesen, und die hat er hier nicht immer hundertprozentig ausgestrahlt. Er war aufgeregt wie ein kleiner Junge, es ging zu seinem Traumberg. »30. Juni. Windstill und klar ist die Nacht, als die Bergsteiger um 2 Uhr aufbrechen. Ein Österreicher bleibt zurück im Lager und ein zweiter kehrt um, als ihm die Thermosflasche in die Tiefe entgleitet. Hier ist Österreicher Basecamp, bitte kommen. Ja, könnt ihr uns sehen, kommen? Ja, wir sehen euch, kommen. Sagt uns mal, wie es lang geht. Mehr jetzt weiter traversieren oder mehr nach oben kommen? Unten. Eigentlich müsstet ihr jetzt genau diagonal nach oben zur Richtung Gipfelrinne kommen. Okay, da sind jetzt wirklich geholfen. Jetzt mal irgendwas falsch gemacht.
Michael Schafroth zieht vom Basislager aus, die Bergsteiger als winzige Punkte in der riesigen Eiswildnis. Ich habe das noch nie so erlebt. Über so eine weite Strecke, so eine extreme Spurarbeit. 7 Leute waren unterwegs. Und der erste hat 10 Meter gespurt, ist aus der Spur getreten, die anderen sind vorbei, er hat sich hinten wieder eingereiht. Wie Windschattenfahren beim Rennrad. Und jedem war klar, wenn auch nur einer oder zwei weniger gewesen wären, keine Chance. Auch der 64-jährige Günther Jung übernimmt die mühsame Spurarbeit. Wenn man ihn gefragt hat, Günther, wie geht's, wie läuft's, bist du noch gut drauf, hat er eigentlich gar nicht geantwortet. Er hat sich demonstrativ an die Spitze gesetzt und hat so weit gespurt, wie vor ihm eine Stunde lang kein anderer. Er hat gekämpft wie ein Löwe und er wollte auf keinen Fall vorher umkehren. Das hat man ihm richtig angemerkt. Uhr. Nach 10 Stunden haben die Bergsteiger erst die Hälfte des Gipfelanstiegs geschafft. Jens Triebel zweifelt als erster, ob es unter diesen schwierigen Bedingungen noch sinnvoll ist, sich weiter hinaufzuquälen. Ungefähr 10 Stunden von dieser Laufzeit kann ich kaum noch rekapitulieren. In den ersten 10 Stunden, die sind irgendwie im Laufen untergegangen. Aber ich hatte schon die Zeiten von der ersten Gruppe, die dieses Jahr auf Langer Fahrt war, im Kopf. Und als es dann längst 14 Uhr vorbei war, 16 Uhr wurde, dann habe ich mir meine Gedanken gemacht, dass ich mir zu mir wurde klar, dass das so nicht passt. Ich habe gesagt, dass ich für mich entschieden habe, zurückzugehen und ob ich mitgehen möchte. Und dann bin ich los. Das war relativ unspektakulär. Ja, 19 Uhr. Ja, wir machen uns schon ein wenig Sorgen. Wo seid ihr denn? Einen sehen wir gerade ablaufen. Kann das sein? Kommen? Ja, das ist richtig. Das ist der Jens, der steigt ab. Aber es liegt sehr, sehr viel Schnee. Deswegen brauchen wir jetzt ja ewig lange. Kommen. Wo sind Sie? Bitte wiederholen. Kannst du mir mal sagen, wo ihr seid? Kommen. Ungefähr eine halbe Stunde vor dem Gipfel. Dann machen wir es jetzt zu Ende. Ja. Das ist unheimlich viel Schnee. Kommen. Du, wir drücken euch alle fest die Daumen, passt auf euch auf und viel Glück. Ciao. Man war nicht ganz ehrlich zu sich selbst. Obwohl man ja genau gewusst hat und man hat auf dem Höhenmesser geschaut, wir sind wirklich noch einiges weit weg vom Gipfel. Und die Zeit läuft uns davon. 19.30 Uhr. 8020 Meter Höhe. Thomas Strauß entscheidet sich für die Umkehr.
Und das hat mich dann auch bewogen zu sagen, nein, nur, dass ich am Gipfel umgestanden bin, bei Dunkelheit, ohne dass ich den Gipfel genießen habe können oder ein Bild machen habe können, ist mir nicht wert. Die beiden Österreicher waren nur noch 100 Höhenmeter vom Gipfel entfernt. Die anderen steigen weiter auf, auch Günther Jung. Und ich habe gewusst, er wird sicher nicht umkehren. Sein Lebensziel, vermutlich sein Traum, den Langababa, den Gipfel zu erreichen, den will er sich verwirklichen. 20 Uhr. Ich sehe den Jens. Dann sehe ich oben in den Fällen ein zweites Licht. Und dann sehe ich noch ein drittes Licht, etwa halbe Strecke zwischen dem zweiten Licht. Im Basislager sehen die Freunde, dass vom Abstiegsweg ein Lichtpunkt in steiles, gefährliches Felsgelände abweicht. Es ist Jens Triebel, der von Wahnvorstellungen verfolgt wird. Erschöpft und vom Sauerstoffmangel ausgezehrt, erlebt er Visionen von Höllenmächten und rettenden Engeln. Ich bin dort Dingen begegnet, das habe ich bisher bei Bewusstsein noch nicht erlebt. Ich habe ständig Leute getroffen, gute, böse, die mir irgendwas mit auf den Weg gegeben haben, Richtungsweisungen gegeben haben. Da gab es eine böse Gestalt, quasi wie so ein Ameisenlöwe. Kennst du das Tier? So solche Trichter baut, genau, wo man dann unweigerlich reinrutscht. Genau. Aber ich konnte ihn eben überlisten, weil ich ganz gut klettern kann. Und dann habe ich einen Prager Komponisten getroffen, der mir im Takt gesagt hat, wo ich meine Eispickel und meine Streckeisen hinstellen soll. Er hat gesagt, setze deinen Pickel jetzt dorthin. Setze den Fuß dorthin. Als würdest du Tasten auf einem Klavier spielen. Es war so, als wären die Hände meine, die Augen aber seine. Er würde mich leiten als Dirigent und ich würde nur die Instrumente, in dem Fall meine Hände mit den Werkzeugen am Berg, in den Schnee setzen. Das war relativ unspektakulär. Doch sehr ausgezehrt. Anders ist diese mysteriöse Welt, die ich gerade berichte, da habe ich nichts zu erklären. Es war also so schlimm, dass ich mir noch sagen konnte, Jens, das ist alles Quatsch, was hier losgeht. Du bist du, lauf los. Aber dieser Böse hat mich so stark in den Bann gezogen, dass ich nicht mehr bewegungsfähig war. Uhr. Die Gipfelgruppe quält sich immer noch weiter hinauf. Wir waren uns eigentlich so sicher, dass wir den Gipfel erreichen werden. Es könnte eigentlich nichts passieren, was uns noch abhalten würde. Und trotzdem war es so unendlich schwer, dort hochzukommen. Über 19 Stunden sind die vier Bergsteiger nun schon unterwegs. Uhr. Endlich geschafft. Christian Walter, Jörg Stingel, Markus Walter und Günther Jung stehen auf dem Gipfel des Nanga Parbat. Es ist bitterkalt. Ich
aber dann sofort erkannt, wenn ich nicht unmittelbar ganz schnell wieder in Zonen komme, wo weniger Wind ist, am besten gleich ins Zelt hinein, dann ist das das Ende für mich. Christian friert. Er hat seine Daunenjacke in der Lawine in Lager 3 verloren und steigt sofort wieder ab. Günther Jung folgt ihm, während Markus und Jörg noch nach Gipfelsteinen suchen. Als Jörg und Markus absteigen, finden sie kurz unter dem Gipfelgrat Günther Jung erschöpft im Schneekauern. Man hat gemerkt, dass seine Kräfte nicht mehr die besten sind. Ihm war kalt, hat gezögert, hat mich gefragt, ob ich was zu essen und zu trinken habe. Wir haben dann vereinbart, dass ich vorgehe zum Rucksackdepot, die Teeflasche hole von Günther und der George mit dem Günther zusammen langsam runterkommt. Und irgendwo in der Nähe des Rucksackdepots, als ich schon dort war, hörte ich über mir dann plötzlich ein Geräusch, ein gleitendes Geräusch. Den Moment werde ich nie vergessen. Den Film habe ich dann an demselben Tag noch 1000 Mal vor meinem geistigen Auge ablaufen sehen. Es war ganz kurios. Das Gelände war relativ steil. Der Günther kam eigentlich in optimaler Bremshaltung vorbeigerutscht und er war nicht mal schnell. Und ich habe rübergerufen zu ihm, Günther, bremsen, bremsen. Und ganz klar und deutlich hat er zurückgerufen, nein. Das werde ich nie vergessen. Erster Juli, 1 Uhr nachts. Wie schaut es bei euch aus? Wir haben weniger gute Nachrichten. Der Günther, der ist hier den Hang runtergerutscht. Den müssen wir jetzt erstmal suchen. Habt ihr inzwischen gehört, ob der Christian im Lager 4 angekommen ist? Oh. Nein, wir haben es oft probiert. Wir haben absolut keine Verbindung mit Lager 4 oder 3. Kommen. Also auch keine Info von Jens, over. Nein, überhaupt nichts. Ja, bleibt bitte auf Standby. Ansonsten melden wir uns dann sicher wieder aus hier, over. Alles klar, wir haben das Funkgerät die ganze Zeit an und sind wach. Ende. Gefangen wie in einem Labyrinth irrt Jens Triebel durch den Gletscherkessel. In seinen Vorstellungen verfolgt ihn eine dunkle Gestalt. Der hat mich dann dort in der Bassemulde so verzaubert, dass ich nicht mehr Herr meiner selbst war. Er stand immer hinter mir. Aber immer wenn ich eben Kontakt aufnehmen wollte, war er eben weg. Und die Vereinnahmung durch diese Gestalt war so stark, dass ich nicht mehr handlungsfähig war. Ich habe dort im Schnee gestanden und immer wenn ich weitergehen wollte, hat er genau die Trittscholle, auf die ich drauf treten wollte, hat er aufgeweicht und ich kam nicht mehr weg. Ich war ja, wie gefesselt irgendwie. Und dort konnte ich eigentlich nicht mehr laufen. Ich war total platt. Fünf Uhr früh. Markus ist fest davon überzeugt, dass Günther Jung noch lebt. Er steigt allein in der Falllinie ab, entfernt sich weit vom Abstiegsweg und riskiert dabei sein eigenes Leben. Ich habe ständig vor mir diesen Film ablaufen sehen, wie Günther da 10 Meter an mir vorbeirutscht. Ich rufe bremsen, bremsen, bremsen und kriege zur Antwort nein.
und er entschwindet im Dunkeln und dann begann der Film von neuem. Und unter diesem Druck der Ereignisse heraus hatte ich das Gefühl, irgendwie, der Günther muss noch leben. Weil er mir ja immer wieder diese Sache erzählt hat. Weil dieser Film immer wieder vor mir abläuft, das war so wie, als würde ihn der Günther erzählen. Und in dem Moment, als ich selbst abgerutscht und ausgerutscht und darunter gerutscht bin, hatte ich nicht mal das Gefühl, ich bin's. Sondern ich hatte das Gefühl, der Günther erzählt mir jetzt seinen Schutz. Und ich habe die ersten paar hundert Meter, die ich dort runtergerutscht, gestürzt, geglitten bin, immer das Gefühl gehabt, der Günther versucht mir so plastisch wie möglich beizubringen, wie es ihm gegangen ist. Als ich mich das erste Mal überschlagen habe, tat es richtig weh auf dem Kopf. Und so ein Sturz, den spürt man schon am Körper. Das tut richtig weh. Und ich habe immer gedacht, Mensch Günther, reicht's nie, wenn du mir das erzählst? Musst du mir das so zeigen, dass ich das richtig, richtig erlebe und plastisch mitnehme? Und ehe ich realisiert habe, dass ich der Stürzende bin, da war ich schon 200, 300 Meter unten. Als winziger Punkt in der 4000 Meter hohen Steilwand, nur wenige Schritte von einem riesigen Abgrund entfernt, ist Markus durchs Fernrohr vom Basislager aus zu sehen. Ist er an der Stelle oder ist er schon ein Stück höher? Guck mal. Max, den. Den unteren. Den Max? Ja. Hier Sachsen Basecamp an Lager 4, bitte kommen. Die Freunde versuchen Lager 4 zu erreichen. Aber es kommt keine Antwort. Es ist für alle ein Schock. Der Punkt rührt sich nicht mehr. Bahnt sich dort oben eine große Tragödie an? Eine Gruppe österreichischer Heeresbergführer ist bereit, sofort aufzusteigen. Wir bleiben in Kontakt. Aber bis Lager 3 brauchen sie mindestens 2 Tage. Sie haben nur eine Chance zu helfen, wenn die Gipfelgruppe selbstständig aus den oberen Lagern absteigen kann. Sonnenreflexe sollen Markus aufmuntern, seine letzten Energiereserven zu mobilisieren. So, kurzer Bericht heute. Ich habe also dann. Endlich antwortet Christian in Lager 4. Jens wurde völlig entkräftet, 70 Meter vor dem Lager aufgefunden. Auch Jörg Stingel hat mit letzter Kraft die Zelte erreicht. Alle sind so ausgezehrt und von der Höhe geschwächt, dass sie nicht zu Markus absteigen können. In der Situation machten sie damit vertraut, dass womöglich ein Mensch, ein Bergsteiger, ein Gleichgesinnter ganz in der Nähe von dir selbst stirbt und du kannst nichts machen, weil du sonst selbst sterben würdest. 16 Uhr, die Stunden verrinnen. Verzweifelte Hilflosigkeit wechselt sich ab mit Hoffnung. Der bewegt sich. Der steht. Ja, ganz klar. Nach über 7 Stunden bewegt sich plötzlich der kleine Punkt über dem dunklen Abgrund. Ich habe dort viele Stunden geschlafen, in der Sonne. Und als ich aufwachte, in dem Moment war mir klar, ach so, Günther ist abgestürzt und da ist nichts mehr zu machen.
Markus spürt starke Schmerzen im Rücken und in der Hand. Beim Sturz hat er fast alles verloren. Handschuhe, Mütze, Sonnenbrille, Pickel, Skistock, Funkgerät und sogar seine Daunenjacke. Mit der Ausrüstung, wie ich dort so stand, ohne Verpflegung, ohne Trinken, ohne alles, standen die Chancen verdammt schlecht, wieder wegzukommen. Mir war klar, da willst du hoch, es ist unendlich weit und du hast verdammt wenig Zeit. Und da habe ich mir während der ersten Schritte eine Strategie eigentlich zurechtgelegt, eine Überlebensstrategie. Wie kommst du da oben an? Er darf vor allem nicht schneeblind werden. Mit dem Unterhemd schützt er seine Augen vor der gleißenden Sonne. Am gefährlichsten für ihn ist aber, dass er seit vielen Stunden nichts mehr getrunken hat. Schnee löscht zwar keinen Durst, aber wenn du genügend davon isst, hast du wenigstens Flüssigkeit. Dann habe ich alle 5 Schritte einen Schneeball gegessen und das mir so auch zum Rhythmus gemacht. Ich habe mich immer mal nach der Sonne umgedreht und habe gedacht, na, noch 2 Stunden, noch 1 Stunde, noch 1/2 Stunde. Ich wusste, sobald die Sonne weggeht, brauche ich eine Mütze, sonst erfriere ich mir die Ohren. Jeder Schritt bringt ihn der Rettung näher. Noch eine Nacht würde er nicht überstehen. Er darf nicht aufgeben. Es ist ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Ich weiß noch ganz genau, der Moment, wo dann plötzlich die Sonne weg war und plötzlich Schatten war, der war frustrierend. Ich wusste, ich habe es noch lange, lange nicht geschafft. Es fehlt mir noch endlos viel. Und jetzt kommt die Kälte. Dann habe ich gemerkt, dass der Körper langsam kalt wird. Aber ich hatte halt die Wahl, entweder die Hände oder die Ohren. Und da habe ich mich für die Hände entschieden. Da habe ich das zweite Shirt wieder angezogen. Damit war eigentlich die Körperkerntemperatur trotz minus 15 Grad oder so immer noch gut gehalten. Dann habe ich die Hände in die Hose gesteckt. Und dann habe ich gemerkt, wie es am Kopf immer kälter wird. Ich habe natürlich versucht, alle möglichen Ideen auszuloten. Ich habe zum Beispiel gedacht, wenn ich die Unterhose zerreißen kann und irgendwie über den Kopf ziehen, dann wärmt das auch. Ist doch egal, wie es aussieht. Aber zerreiß mal so eine moderne Unterhose. Ich habe es 5 Minuten lang probiert, dann bin ich frustriert weitergegangen. Es geht einfach nie. Im Lager 4 geben die Freunde Lichtzeichen. Aber es fehlt ihnen immer noch die Kraft, um Markus zu helfen. Ich war natürlich total enttäuscht, dass mir keiner entgegenkam. Irgendwann bist du dann am Laufen. Dann läufst du einfach. Und dann läufst du um dein Leben und dann gehst du weiter, so lange, bis du nicht mehr kannst, machst eine kurze Pause und dann kannst du wieder und dann gehst du wieder. Mein Bruder ist mir die letzten Meter dann noch entgegengekommen. Als ich ihn sah, wusste ich, du hast es geschafft. 2. Juli,
3 Uhr. Nach fast 50 Stunden unsäglicher Mühen hat Markus seine Odyssee in der Todeszone des Nanga Parbat überstanden. Ich weiß noch genau, was ich als erstes gesagt habe. Ich habe mich entschuldigt. Ich hatte seinen Geburtstag versaut. Er musste nur früh aufstehen, für mich Tee kochen und mir entgegengehen. Es war für mich trotzdem eine große Erlösung. Es dauert noch 3 mühsame lange Tage, bis Jens Triebel von seinen Höllenqualen erlöst wird, bis er mit Hilfe aller Beteiligten den Gletscher am Wandfuß erreicht und noch in der Nacht bis ins Basislager getragen wird. Auch die einheimischen Bauern helfen mit. Alle sind zurückgekehrt, außer einem, Günther Jung. Er ist bei seinem Traumberg geblieben. Die Eindrücke waren massiv. Hab's nur online nicht verarbeitet. Herrn Günther habe ich kaum gekannt, aber erst so richtig schätzen gelernt. Es war ja ein Gemeinschaftsziel, das man erreichen wollte und hat sich da auch voll in Dienste der Sache gestellt. Also wirklich beeindruckend, die Persönlichkeit. Ich werde an den Rennsteig fahren und irgendwo eine winzige Tafel hinhängen für Günther Jung. Ich möchte, dass irgendwann mal jemand kommt, die Tafel findet und dann nachdenkt, wer eigentlich Günther Jung war. Vielleicht fahre ich irgendwann, oder sicher, das 11. Mal den Karakoram Highway hoch, sehe den Nanga Parbat und denke stolz, da warst du oben. Vielleicht. Aber der 1. Juli wird jedes Jahr der Todestag von Günther sein.